Wir haben Mitte November, es wird kalt und damit herzlich willkommen zu Dingen, die uns beiden unangenehm sind. Winter, Kälte, Winterklamotten. Wichtig ist natürlich immer Zwiebelprinzip. Allerdings heißt es nicht gleich, dass man sich jetzt auch wirklich alle Klamotten auf einmal anziehen muss. Also ich sag mal, der Winter kann zwar kommen, aber dafür schwitze ich mir auch bei minus 30 Grad den Tod. Also das ist schon mal dumm. Aber ich ziehe mich jetzt einfach mal aus und dann zeige ich euch mal, was für Klamotten ich habe, was für Klamotten cool sind. Kurz gesagt, es geht um Jacken, Hosen würde ich ein bisschen anschneiden, da gibt es genug. Aber euch ein paar Sachen nennen, die ganz cool sind. Und vor allem geht es nochmal um Handschuhe. Ja, darum geht's. Wie gesagt, Winter heißt eigentlich generell Zwiebelprinzip. Und das Wichtigste überhaupt ist im Winter ein guter Baselayer. Eigentlich, ich muss sagen, dieser Baselayer ist von Rafa, kostet 90 Euro, ist eigentlich mein Lieblingsbaselayer für den Winter allgemein, weil wir diesen dicken Kragen haben. Kostet allerdings 90 Euro, ist aber wirklich jeden Cent wert, weil wir dicke Wolle haben. Wir haben den verbundenen Kragen, also keine Kältestelle. Und eigentlich muss ich sagen, ich mag dieses Ding wirklich sehr. Ich habe noch andere von Gore, ich habe welche von Gonzo mit Windblocker, hat alles seine Vor- und Nachteile. Vor allem schwitzt man in den Dingern sehr und wichtig ist halt auch, dass die Wärme auch nach draußen strahlen kann. Aber wie gesagt, das ist ein geiler Baselayer und kauft euch lieber einen guten Baselayer, bevor ihr euch 20 falsche Jacken kauft. Wie gesagt, Baselayer ist wichtig und jetzt im Herbst tut es vielleicht auch noch ein Langarm-Trikot. Das hier ist zum Beispiel das Polartec-Trikot von Northwave. Kostet gar nicht mal so viel Geld, ist richtig cool, hat Polartec-Technologie, ist ein bisschen gefüttert, von innen angeraut. Hinten haben wir einen coolen, reflektierenden Streifen und mit einer Weste drüber macht das Ding vor allem jetzt im Herbst bei so ca. 5 Grad schon sehr viel aus und ist gar nicht mal so schlecht. Die nächste Schicht überhaupt ist eigentlich gar nicht für Winter gemacht, sondern die habe ich auch im Sommer dabei, im Herbst dabei und eigentlich auf jeder Bikepacking-Tour, weil das die Rafa Insulated Rain Jacket ist, kostet ca. 280 Euro, ist eigentlich eine meiner Lieblingsanschaffungen gewesen, weil sie leicht ist, keinen Platz wegnimmt, sie ist wirklich sehr bequem, hat ca. 5000 dpi, das ist so irgendwas zwischen richtig und ganz, aber eigentlich perfekt für jede Jahreszeit. Und vor allem jetzt im Winter, wo es kalt ist und windig ist, ist natürlich eine winddichte Jacke sehr, sehr nützlich und kann vielleicht, wenn ihr zum Beispiel Sommeroutfits habt, eure Outfits einfach mal ergänzen und es kann schon sehr praktisch sein. Wichtig, wir haben keine Taschen, weil es ist eine Regenjacke, allerdings, wie gesagt, das Ding ist luftdurchlässig, ist ganz cool und kann ich eigentlich nur empfehlen. Das Ganze gibt es natürlich auch von Gore, ist dann vielleicht ein bisschen günstiger, aber ich habe halt die Rafa-Jacke, weil Rafa ist cool. Irgendwie. So, jetzt allgemein mein größter Fail überhaupt. Den habe ich mir letztes Jahr gekauft. Das ist die Bieler Defender. Ist eine Regenjacke. Ich habe keine Ahnung, für welche Jahreszeit die gemacht ist. Ich habe mir die letztes Jahr in Kombination mit Thermal Rain geholt. Also das ist so dieses Vorwinter für Herbst und sonst was. Bisschen wasserabweisend. Habe ich auch zu Hause. Finde ich jetzt nicht so mega. Und die Jacke sollte halt als Überschicht wirken. Weil Regen, Kälte und so weiter. Allerdings habe ich unter dieser Jacke so gefroren oder so geschwitzt, dass die ganze Kälte auch drin geblieben ist und ich extrem gelitten habe. Deswegen finde ich die Jacke mega kacke und habe sie jetzt innerhalb von einem Jahr vielleicht 2-3 Mal angehabt. Wir haben Taschen, ja, weiß ich nicht. Ich finde die Jacke jetzt nicht so super. Eigentlich hängt sie nicht rum und ja, wenn jemand Interesse hat, einfach melden. Ich finde die Jacke nicht so cool. Und sie ist relativ dünn geschnitten, ist elastisch, eigentlich, ja, nicht meins. Ich finde sie nicht so geil. Da wir gerade allgemein bei Bieler sind, bleiben wir auch bei Bieler. Hier meine beste Jacke, Softshell-Jacken sind im Winter immer sehr beliebt. Das Coole ist bei den teuren Produkten für den Deep Winter, wir haben überall Reflektoren, das gleiche haben wir auch an der Hose. Die ist allerdings gerade in der Wäsche, die sind richtig dick, sind innen angeraut. Wir haben wieder Taschen, haben überall Reflektoren, also auch der Bieler-Schriftzug ist meistens reflektierend. Relativ cool, relativ angenehm. Die Jacke mag ich persönlich sehr. Habe sie allerdings auch nur teilweise an, weil ich einfach genug Auswahl habe. Allerdings ist sie auch sehr teuer. Und genau darum geht es halt im Radsport. Es ist so viel teuer und eigentlich ist es Marke, es sind Namen und es könnte so viel günstiger gehen. Und da kann ich euch wirklich Northwave empfehlen und die Jacke gucken wir uns jetzt an. So, bevor ich mir dieses coole Teil jetzt überhaupt mal anziehe, gucken wir uns das auch mal von innen an. Wir haben diese Polartec-Beschichtung, also dieses Fell. Das ist richtig cool. Die Jacke kostet teilweise nur noch 120 Euro.
150, 160, je nachdem. Ich habe sie mir letztes Jahr für ein bisschen mehr Geld geholt. Ist aber vollkommen okay. Die Jacke ist relativ günstig. Vor allem im Vergleich mit der Jacke, die ich euch gleich zum Schluss zeige, weil das ist dieses teuerste Ding von Rafa überhaupt. Und wie gesagt, wir haben Polartec. Wir haben eine Beschichtung außen, die Regen ab kann oder zumindest einigermaßen, halt perfekt für den Winter. Und die Jacke ist halt einfach mal ein Traum. Also teilweise kriegt man die bei Prügelmann und Co. jetzt für wirklich für 120 Euro. Ich habe sie sogar eine Nummer zu groß. Eigentlich ist sie mir viel zu fett. Und ich bin damit letztes Jahr Festival gefahren, hatte bloß noch eine normale Windweste drüber, damit alles ein bisschen besser zusammenhängt. Und das ist eine richtig geile Jacke. Sie ist lang geschnitten. Ja, Glückwunsch, Just Roadbike hat sich jetzt auch in Polen verfahren. Wir haben überall Reflektoren, ich glaube hinten auch. Und wie gesagt, innen ist sie gepolstert, gefüttert, an den Armen ist es ein bisschen weniger. Die Jacke ist richtig gut durchdacht und für den Preis ist sie halt einfach mal unschlagbar. Und die Jacke kann ich echt jedem empfehlen. Kauft Jacken nicht zu groß, weil Zwiebeln sind... Kauft euch Jacken und allgemein Sachen fürs Fahrrad nicht zu groß. Klar, Winter ist immer so eine Sache, eng. Aber die Sache ist Zwiebelprinzip und wenn wir Jacken zu groß tragen, dann geht die Luft, geht die Wärme weg und das ist semi-kontraproduktiv. Wenn ihr mehr so eine Sachen sehen wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ich habe auch noch ein paar Lampen zu Hause, die ich euch zeigen könnte. Hauptsächlich Lesin und Lupine, aber ziemlich stabile Lampen und ja, weiter im Text. Diese schöne Jacke mussten leider ein paar rosa Flamingos leiden. Nein, Scherz. Dieses schöne Teil ist die Rafa Pro Team Insulated Gore-Tex Jacke. Natürlich wieder mit Gore-Tex Technologie, richtig cool. Aber kostet auch wirklich schmerzhafte 400 Euro. Ich habe einfach mal letztes Jahr investiert. Habe sie auch im Frühling wirklich oder im Winter genossen. Wir haben wirklich überall dieses Polartec Fell, was richtig cool ist. Und natürlich im Rafa Style in rosa oder pink oder was auch immer. Über Farben kann man sich streiten. Die ist wirklich arschteuer. Was richtig cool ist, aber auch richtig blöd, wir haben hinten am Rücken haben wir zwei Luftschlitze. Das wölbt sich allerdings ein bisschen doof auf, wenn man sie aufmachen sollte. Ich mache die eher selten auf. Allerdings, man soll mit dieser Jacke auch keinen Rucksack tragen, weil diese Außenschicht beschädigt werden könnte. Das sagt Rafa explizit. Bei der Regenjacke mache ich das trotzdem, da ist noch nie was passiert. Hier, ich weiß nicht, auf eigene Gefahr. Die Jacke an und für sich ist eigentlich richtig, richtig cool. Also ich werde sie vermutlich dieses Jahr fürs Festival anziehen, weil ich oben bei meiner Mutter in Vorpommern bin und 8 Tage Schnee, 8 Tage Eis, 8 Tage Kälte in den Wäldern ist halt so eine Sache für sich. Nicht nur, dass wir einen ewig langen Reißverschluss haben bis zum Ende. Wir haben auch hier noch Klettverschluss, also damit der Wind wirklich nicht durchkommt. Wir haben eine dicke, fette Kapuze. Und wenn wir es. Und wenn wir das Ganze jetzt zuschnüren, dann hört man mich nicht mehr, dann ist mein Mund geschützt und dann geht das eigentlich ganz gut. So, wenn man die Kapuze nicht braucht, kann man sie einfach umkrempeln und dann ist das Ganze auch einigermaßen gut gelöst. An den Armen hier haben wir Reißverschluss, also dass wirklich keine Luft drankommt. An den Armen haben wir Reißverschluss, dass wirklich keine Luft an den Körper kommt. Und wie gesagt, die Jacke ist sehr, sehr fett, die ist wirklich für Minusgrade und ich glaube, damit kannst du fast in Sibirien fahren und brauchst dich nicht zu dick anziehen. Aber letztendlich muss wirklich jeder für sich entscheiden, ob die Jacke das Geld wert ist. Wie gesagt, die Norwave Jacke für 120 ist wirklich eine super Alternative. Vor allem, da Norwave die Preise auch mal senkt und Rafa, ja. Nichtsdestotrotz, also es gibt die Jacke in zwei verschiedenen Varianten. Einmal natürlich mit weißen Streifen und so weiter, aber es gibt die auch für coole Leute in schwarz. Je nachdem muss man immer selber wissen. Den Kragen kann man auch ohne Reißverschluss richtig schön zuziehen. Wie gesagt, alles einfach reinkrempeln, dann passt das schon. Ist eine coole Jacke, aber ist auch wirklich richtig viel teuer. Genauso wichtig wie eine gute Jacke ist im Winter natürlich auch eine gute Fahrradhose. Da habe ich allerdings bloß 2, 3, die ich immer nutze, und zwar die Bila Defender Deep Winter und diverse Hosen von Norwave. Und die seht ihr hier. Gerade habe ich eine von meinen Norwave-Hosen an. Das Coole ist, Norwave arbeitet immer mit Reflektoren wirklich. Und wie gesagt, Norwave ist meine persönliche günstige Alternative, die auch für einen tiefen Winter gute Sachen produziert. Kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Allerdings habe ich auch, einfach um es mal auszuprobieren, andere Marken wie Bila und Rafa. Ja, man ist halt, man kauft alles, weil man dumm ist. Aber trotzdem gibt es coole Sachen auch von teuren Herstellern und von günstigen Herstellern.
Und ja, schreibt mir nochmal in die Kommentare, was ihr so tragt. Und jetzt kommen wir noch zum größten Thema, zum wichtigsten Thema, zu den Handschuhen. Handschuhe ist auch immer so ein wichtiges Thema. Halt, klar, man kann ohne Handschuhe fahren, aber ganz ehrlich, ich bin so eine Pussy. Ich kann nicht mal im Sommer ohne Handschuhe fahren, nein, Scherz. Aber es gibt halt Handschuhe, ist so ein nerviges Thema. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr welche von Norfif gekauft. Die waren außen beschichtet, die halten nicht. Die kannst du vielleicht im Herbst, in den ersten Herbstwochen tragen. So, ist Müll. Dann habe ich welche von Castelli gekauft, so ca. 70 Euro pro Corso, glaube ich, heißen die. Habe ich jetzt natürlich zu Hause liegen lassen, wie immer. Und totaler Reinfall, einfach mal angeblich winddicht, wasserdicht und sie sind eigentlich relativ dünn. Ich habe sie zwar jetzt auf dem Weg zur Arbeit an, aber es sind halt nur 3 Kilometer, da reicht das. Im letzten Winter habe ich richtig viele Handschuhe gekauft. Natürlich je nach Kältetyp, je nach Temperatur, je nach Grad, je nach Regen, Schnee oder was auch immer. Und eigentlich mein Lieblingshersteller an Handschuhen ist Grip Grab. Sind wirklich coole Handschuhe. Hier haben wir die Waterproof Knitted Handschuhe. Also eigentlich sind das wirklich Stoffhandschuhe, die aber auch ein bisschen Regen abkönnen, die halt genauso ein Zwischending sind. Die können Kälte ab und je nach Handgefühl kann man sie auch im tiefen Winter tragen. Ich tue es allerdings nicht. Diese kosten ca. 50 Euro. Wir haben eine gummierte Handfläche. Das heißt, du kannst dein Handy damit bedienen. Und vor allem, sie sind leicht, sie sind schnell verstaubar. Und eigentlich sind sie richtig, richtig cool. Verlinke ich euch alles. Jetzt die Frage, gibt es den perfekten Winterhandschuh? Eigentlich nicht. Weil jeder Handschuh, alles hat seine Vor- und Nachteile. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, gibt es den perfekten Winterhandschuh? Und ich sage euch ganz ehrlich, nein. Jeder Handschuh hat seine Vor- und Nachteile. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Empfindungen. Hier haben wir den Winterhandschuh Waterproof, bla, von Grip Grab. Der ist eigentlich ziemlich cool. Wir haben Finger. Wir haben Grip, der Handschuh ist wasserfest, das ist richtig cool, allerdings im tiefen Winter trage ich den auch nicht oder nur je nachdem. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, gibt es den perfekten Winterhandschuh? Und die Antwort ist ganz einfach, nein. Es gibt nicht das perfekte Trikot, es gibt nicht die perfekte Jacke. Warum soll es dann perfekte Handschuhe geben? Weil jeder Mensch ist anders, jeder hat andere Empfindungen. Und meine Meinung zu Grip Grab ist allgemein, wir haben ziemlich gute Handschuhe, wir haben sehr gute Qualität für nicht die teuersten Preise, weil ganz ehrlich, es gibt da Handschuhe, die kosten Vermögen und du denkst dir so, warum? Und Grip Grab versucht halt wirklich einfach mal so ein Zwischending zu machen und der Handschuh ist wasserfest, windfest und er hält auch, was er verspricht. Und ich würde sie jetzt im Winter vielleicht nicht immer tragen, weil es gibt die Dinger noch mal eine Nummer stärker. Allerdings hat jeder Handschuh halt seine Vor- und Nachteile. Wie gesagt, der Handschuh ist wasserfest, windfest und wir haben einzelne Finger. Ist ziemlich cool, ist ziemlich bequem. Wir haben Klettverschluss, damit der Wind auch wirklich nicht in die Hand reinkommt. Und jetzt noch was ziemlich cooles, auch wieder von Grip Grab, wie gesagt, ist der Windproof, die Winterhandschuh. Wir haben dieses Krebsprinzip. Tracky-Fans, keine Ahnung, nein. Das Coole ist, wir haben 2 Finger, allerdings haben wir hier drinnen noch eine getrennte Schicht. Die Finger wärmen sich gegenseitig und der einzige Nachteil bei dem Handschuh wieder ist, er ist nicht wasserdicht, allerdings ist er richtig schön winddicht und im tiefen Winter beim Festival eigentlich ein ziemlicher Traum. Wie gesagt, es gibt halt leider nicht den perfekten Handschuh. Viele Handschuhe haben halt eine gewisse Funktion und so ist das nun mal auch bei denen. Und eigentlich muss man selber entscheiden, was für Handschuhe man sich kaufen will. Es gibt diese Zwischenvariante, es gibt beheizbare Handschuhe, finde ich allerdings, weiß ich nicht. Kann man machen, muss man nicht. Aber ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen helfen. Und wie gesagt, das ist alles Zeug, was ich mir so in den letzten Jahren gekauft habe. Ja, wie gesagt, einfach mal, weil ich gerne Sachen ausprobiere, weil ich viel Fahrrad fahre. Und es geht halt, ja, warum soll man Leuten sagen, kauf das, was scheiße ist? Und mir persönlich geht es halt einfach nur darum, ich möchte Leuten Sachen zeigen, die cool sind, Sachen, die funktionieren und nicht irgendeinen Müll verkaufen, zeigen. Wie gesagt, ich verdiene daran keinen Cent, also wirklich nichts, weil ich dumm bin. Und wie gesagt, also coole Jacke, coole teure Jacke, aber es gibt halt auch wirklich geile, günstige Alternativen. Und da kann man als Community halt einfach viel besser zusammenarbeiten und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Like das Video, kommentiert und abonniert und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn ihr Bock habt, zeige ich euch nochmal den Lampen. Ciao!